Namaste, meine Lieben. Herzlich willkommen zu einer neuen Runde Yoga mit Nicole. Ich habe heute eine schöne Balance-Einheit für euch im Vinyasa-Stil. Es geht bei Balancen natürlich immer um die Beine und heute aber auch noch mit um den Rücken. Ich wünsche dir sehr viel Spaß mit dieser Yoga-Einheit. Du brauchst theoretisch keine Materialien. Du kannst dir gerne einen Block als kleine Stütze mit zur Seite legen. Und wenn du dich noch speziell warm machen möchtest davor, dann kannst du natürlich auch noch ein Warm-up-Video von mir machen. Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit dieser Einheit und wir sehen uns auf der Matte. Wir starten in einem Meditationssitz. Komme dazu in Siddhasana oder Sukhasana, dem Schneidersitz. Richte deine Wirbelsäule nach oben auf. Die Schultern sind ganz entspannt. Schließe deine Augen und nimm dir einen Moment Zeit, um bei dir anzukommen. Schenke dir hier noch drei tiefe Atemzüge. Und dann öffne deine Augen, locke deinen Oberkörper ein bisschen, die Schultern nach hinten. Und jetzt greif deine Knie. Mit dem Einatmen schiebst du nun deinen Brustkorb nach vorne, kommst in die Kuh im Sitzen und mit dem Ausatmen schiebst du den oberen Teil deiner Wirbelsäule nach hinten, hältst dich hier an deinen Knien fest und kommst in die Katze. Einatmen, strecken und ausrunden. Im eigenen Atemrhythmus durch Katze, Kuh im Sitzen. Noch zweimal so. Und komm zurück in den normalen Sitz. Und von hier aus gehen wir in den Fersensitz. Wir stellen den rechten Fuß vorne neben dem rechten Knie auf. Also wir sitzen auf dem linken Unterschenkel, rechter Fuß steht neben dem linken Knie. Stütz dich nach hinten. Und wenn die Dehnung in der Oberschenkelvorderseite für dich jetzt schon am Maximum ist, dann bleib hier. Ansonsten heb mit dem Einatmen dein Becken noch nach oben an. Schenk dir hier einen Atemzug. Und aus, wieder ablassen. Achtung, mit der nächsten Einatmung kommen wir nach vorne, stellen den linken Fuß auf, du stützt dich mit den Händen vor dir ab und mit dem nächsten Ausatmen streckst du sanft beide Beine aus und lehnst dich sozusagen über das rechte Bein. Wieder nach unten kommen, Knie aufstellen, Fußrücken auflegen, nach hinten lehnen. Einatmen, Becken heben, aus, wieder senken, nach vorne ein, beide Beine strecken aus, wieder absetzen ein, nach hinten aus, einatmen, Becken heben und wieder senken aus,
Nach vorne ein. Beide Beine strecken aus. Abstellen ein. Nach hinten aus. Heben ein. Senken aus. Nach vorne ein. Und strecken aus. Wir fließen noch einmal hindurch. Ein, Knie zum Boden. Aus, nach hinten lehnen. Ein, Hüfte heben. Aus, wieder absenken. Nach vorne ein. Und in die Pyramide aus. Wir bleiben hier für 2 Atemzüge. Und jetzt bring das linke Knie wieder zu Boden. Rechtes Knie aufstellen und jetzt den linken Fuß aufstellen. Setz dich nach hinten ab. Der linke Fuß ist nun neben dem rechten Knie. Stütz dich hinter dir ab. Und wieder einatmen, das Becken heben. Aus, wieder senken. Nach vorne ein. Und beide Beine strecken aus. Ein, Knie zur Matte, nach hinten aus. Hüfte heben ein und wieder senken aus. Nach vorne ein und beide Beine strecken aus. Ein, Knie zur Matte, aus, nach hinten lehnen. Hüfte heben ein, wieder senken aus. Nach vorne ein, beide Beine strecken aus, Knie zur Matte ein, nach hinten aus, Hüfte heben ein und wieder senken aus, nach vorne ein, beide Beine strecken aus, noch einmal so, ein Knie zur Matte. Nach hinten lehnen aus. Hüfte heben ein. Und wieder absenken aus. Nach vorne ein. Und beide Beine strecken aus. Wir bleiben auch hier für 2 schöne Atemzüge. Und jetzt lass das rechte Knie wieder zur Matte ab. Steig mit links nach hinten und richte dich im Vierfüßler aus. Die Handgelenke sind unter der Schulter, die Knie unter der Hüfte, deine Hände weit aufgefächert. Stell deine Füße hinten auf und jetzt heben wir die Knie 10 cm von der Matte an und schieb deine Hüfte nach oben und hinten. Die Beine sind leicht gebeugt. Deine Arme gestreckt, der Oberkörper lang, schieb dich richtig weg von den Händen. Und jetzt beginne auf der Stelle zu treten. Abwechselnd rechte und linke Ferse zur Matte schieben, schön die Beinrückseiten aufwärmen. Achtung, wir gehen durch das erste kleine Vinyasa. Einatmen in die Planke. Dein Weg nach unten, Knie, Brust, Kinn oder Chaturanga aus. In die Kobra ein. Herabschauender Hund aus. Und wir treten wieder auf der Stelle. Einatmen in die Planke, dein Weg nach unten aus. In die Kobra ein, herabschauender Hund aus. Wieder treten. Letztes Vinyasa, einatmen in die Planke.
und deinen Weg nach unten aus. In die Kobra ein. Herabschauender Hund aus. Wieder treten. Komm in den statischen Hund und mit dem Einatmen hebe jetzt das rechte Bein nach oben und aus. Steig nach vorne zwischen die Hände, linkes Knie lässt du zu Boden ab. Leg den Fußrücken um, mit dem Einatmen schieb dein Brustbein nach vorne und aus. Wir kommen in den halben Spagat, das rechte Bein strecken, die Hüfte nach hinten schieben. Einatmen wieder nach vorne. Aus, halber Spagat. Nach vorne ein. Halber Spagat aus. Nach vorne ein. Halber Spagat aus. Achtung, wieder nach vorne ein. Und jetzt stell den linken Fuß wieder auf und komme in den dreibeinigen aufgetreten Hund, rechtes Bein ist oben. Winkel das rechte Bein an, dreh deine Hüfte auf. Dein Blick geht unter der rechten Achsel hindurch nach oben. Und jetzt lass voller Vertrauen deinen rechten Fuß hinter dir am Boden ab. Du drehst dich immer weiter, bis der Fuß den Boden berührt. Und dann setz dich am Boden ab. Mit der nächsten Einatmung zieht der rechte Arm deine Hüfte wieder nach oben. Du kommst in die Streckung. Wild Thing, hier nochmal schön einatmen und aus, die Hüfte wieder absetzen. Achtung, kontrolliert zurück in den dreibeinigen Hund. Und von hier aus in den herabschauenden Hund. Einatmen in die Planke. Dein Weg nach unten aus. In die Kobra ein. Herabschauender Hund aus. Heb das linke Bein nach oben, einatmen. Und steig nach vorne aus. Low Lunge, Knie zur Matte. Fußrücken auflegen. Einatmen, schieb dein Brustbein nach vorne und aus. Strecke das linke Bein langsam aus. Einatmen nach vorne. Aus, halber Spagat. Nach vorne ein. Halber Spagat aus. Nach vorne ein. Halber Spagat aus. Wieder nach vorne ein. Halber Spagat aus. Wir bleiben hier für 2 Atemzüge. Und mit dem Einatmen kommen wieder nach vorne in den Low Lunge. Achtung, rechten Fuß aufstellen. Schwinge durch in den dreibeinigen Hund, linkes Bein oben. Das linke Bein anwinkeln, die Hüfte aufdrehen. Und wenn du möchtest, unter der linken Achsel hindurchschauen nach oben. Du kannst auch die rechte Ferse erden. Lass jetzt den linken Fuß voll Vertrauen hinter dir ab. Setz dich am Boden auf und mit dem Einatmen zieht der Arm, der linke Arm, in deine Hüfte wieder nach oben und du bist in Wild Thing. Auch hier 2 schöne Atemzüge. Und wieder absetzen. Achtung, kontrolliert. Einatmen in den dreibeinigen Hund. Herabschauender Hund. Atme ein, komm in die Planke. Dein Weg nach unten aus. Heraufschauen, ein Kobra oder heraufschauender Hund. Und herabschauender Hund aus. Schau nach vorne zu deinen Händen. Mit der Einatmung steigst du nun nach vorne in die halbe Vorwärtsbeuge. Und aus, Ganze. Wir bleiben hier für einen Moment.
Pendel mit dem Oberkörper ein bisschen hin und her. Komm in die Mitte und jetzt roll dich Wirbel für Wirbel nach oben auf. Wenn du oben bist, locker dich, locker deine Finger, die Handgelenke, deine Hüfte und deine Beine. Die Füße sind hüftbreit aufgestellt und wir atmen ein. Ziehen die Arme nach oben, aus, ganze Vorwärtsbeuge. Ein, halbe. Und atme aus, komm ins Brett. Hier nochmal einatmen und deinen Weg nach unten aus. Heraufschauen ein, herabschauen aus. Achtung, einatmen, rechtes Bein heben und aus, steig nach vorne zwischen die Hände. Mach den Schritt ein kleines bisschen kleiner. Mit dem Einatmen komm nach oben in den High Lunge und jetzt zieh einmal die Arme zur Decke. Linke Ferse ist gehoben. Atme hier noch einmal ein und mit dem Ausatmen in die Sprinterposition. Die Arme ziehen nach hinten, zieh die Schulterblätter richtig eng zusammen. Aktive Rückenmuskulatur. Und jetzt greife deine Hände hinter dem Rücken, schieb dein Brustbein nach vorne, versuche hier die Arme auszustrecken und die Handballen aufeinander zu bringen. Wenn du möchtest, kannst du die Daumen auch überkreuzen und die Zeigefinger ausstrecken. Und jetzt schau auf den rechten Fuß. Komm mit dem nächsten Einatmen in die Balance auf das rechte Bein. Das linke Bein ist nach hinten ausgestreckt, der Fuß geflext. Wir kommen in eine Variante Krieger 3. Lehne den Oberkörper nun nach vorne. Oberkörper und Bein sind eine Linie. Die Hände hinter dem Rücken zusammen. Wir sind im fliegenden Krieger und wenn du möchtest, kannst du nun den Oberkörper noch weiter nach unten absenken, das linke Bein noch höher ziehen. Achtung, letzter Atemzug. Und komm kontrolliert wieder heraus, Hände auflösen, einmal alles ausschütteln. Komme wieder an den Anfang deiner Matte. Einatmen, nach oben strecken, aus, Uttanasana. Einatmen, Adha Uttanasana, halbe Vorwärtsbeuge und aus ins Brett. Hier nochmal einatmen und deinen Weg nach unten aus. Heraufschauen ein und herabschauen aus. Achtung, einatmen, linkes Bein heben und aussteig nach vorne. Mach den Schritt wieder ein kleines bisschen kleiner und komm nach oben in den High Lunge. Zieh nun die Arme zur Decke, öffne deine Brust. Wir atmen hier noch einmal ein und aus in den Sprinter. Auch wieder aktive Schulterblätter, hier die Schultern nach hinten unten ziehen, das Brustbein nach vorne. Und jetzt verzahne deine Hände hinter dem Rücken, schieb dein Brustbein nach vorne. Schau auf den linken Fuß und komm kontrolliert mit dem Einatmen nach vorne. Das rechte Bein hebt sich und Oberkörper und Bein sind jetzt eine Linie. Und wieder
Lehne dich nach vorne. Komm in Krieger 3. Und von hier aus gerne noch ein Stückchen weiter in den fliegenden Krieger. Letzter Atemzug. Und auflösen. Kontrolliert rauskommen. Steig nach vorne. Einmal alles ausschütteln. Und dann komm wieder an den Anfang deiner Matte. Einatmen, nach oben strecken. Uttanasana aus, ganze Vorwärtsbeuge. In die Halbe ein. Und steig ins Brett aus. Hier einatmen und dein Weg nach unten aus. Heraufschauen ein und herabschauen aus. Wir bleiben hier, trete auf der Stelle. Und jetzt bring deine Knie zur Matte, Fußrücken auflegen und schiebe dich in Balasana. Deine Arme sind entspannt und deine Stirn ruht auf dem Boden oder auf deinen Händen. Schenke dir hier noch 5 Atemzüge. Wieder nach oben in den Vierfüßler und lass dich in die Bauchlage ab. Bau dir ein Kissen mit den Händen. Wieder die Stirn ablegen und schaukel dein Becken von links nach rechts. Lege nun die linke Schläfe auf den Händen auf und wir ziehen das rechte Knie am Boden nach oben. Schenke dir hier 5 Atemzüge. Strecke das rechte Bein wieder am Boden aus. Jetzt legen wir die rechte Schläfe auf unsere Hände und ziehen das linke Knie am Boden nach oben. Schenke dir auch hier 5 Atemzüge. Langsam das linke Bein ausstrecken und jetzt dreh dich auf deinen Rücken. Hole beide Knie zu deiner Brust heran, umfange sie und schenke dir hier 3 tiefe Atemzüge. Lege deine Hände auf deine Knie und kreise sanft über den unteren Rücken. Kreise auch in die andere Richtung.
dann lass deine Beine am Boden ausgleiten für unsere letzte Haltung für Shavasana. Deine Beine sind leicht geöffnet, am Boden abgelegt, genauso wie deine Arme neben dir am Boden liegen, Handinnenflächen nach oben gedreht. Schenke dir hier noch 3 tiefe Atemzüge. Lass mit jedem Ausatmen ganz bewusst in deinem Körper los. Stell dir richtig vor, wie all dein Gewicht in deine Matte fließt, wie die Erde dein Gewicht trägt. Atme nun ganz natürlich weiter und genieße die absolute Regungslosigkeit von Shavasana. Vertiefe nun als erstes deinen Atem. Beginne deine Finger zu bewegen, deine Fußzehen und werde in deiner Bewegung immer größer und größer. Wecke deinen Körper wieder auf. Komm langsam nach oben in einen Sitz deiner Wahl. Wir schließen noch einmal die Augen, fühlen ganz bewusst in uns hinein.
Und jetzt nimm deine Hände in Anjali Mudra vor dem Herzen zusammen. Schenke dir ein warmes Lächeln und verneige dich vor dir selbst und sei dankbar dafür, dass du dir heute Zeit genommen hast für deine Yoga-Praxis. Namaste. Vielen lieben Dank, dass du heute dabei warst. Vielen lieben Dank, dass du mitgemacht hast. Ich hoffe, dir hat die Einheit gefallen. Wenn sie dir gefallen hat, dann würde ich mich wirklich sehr über einen Daumen hoch freuen. Alles für den Algorithmus. Und natürlich auch über einen Kommentar von dir. Lass es mich wissen. Ich trete gerne mit euch in Kontakt. Wenn du mich auch auf YouTube noch weiter unterstützen möchtest, dann abonniere doch meinen Kanal, um keine weiteren Inhalte von mir zu verpassen. Dieses Video heute war Teil der 4 Wochen Body Shape Yoga Challenge. Falls du neugierig bist, dann findest du den Link und alles, was du wissen musst, unten in der Beschreibung und auch hier in den Empfehlungen. Und dann wünsche ich dir jetzt erstmal einen wunderschönen Tag. Wir sehen uns beim nächsten Mal auf der Matte. Bis bald.